Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars The Old Republic Imperialer Agent bzw. Scharfer Schütze. Endlich mal wieder eine richtige Folge dieses Let's Plays. Nach langer Zeit Wir mal wieder, beide denn werden immer 6.1 ist jetzt besser. endlich draußen. Und dafür haben wir jetzt auch schon automatisch hier die Quest dafür gekriegt. Was ansteht, kläre zu den Allianzoperationen zurück. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Commander, offenbar sind unsere neuen Freunde von der Hand jetzt im Orbit. Ich kümmere mich gleich um Ihre Landeerlaubnis. Commander, ich bin Darth Revix. Ich glaube, die Kaiserin hat euch mein Kommen bereits angekündigt. Ihr stellt den Kontakt zwischen der Allianz und der Hand her. Exakt. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass der Posten heiß begehrt war. Ich bin stolz, unter allen anderen Bewerbern ausgewählt worden zu sein. Ich lasse mich gleich mit der Fähre zur Oberfläche bringen. Ich spreche gern von Angesicht zu Angesicht. Endlich treffen wir uns persönlich. Euer Holo wird euch nicht gerecht. Schön, euch kennenzulernen. Flirten, mir gefällt doch, was ich sehe. Erspart mir die Schmeicheleien. Ihr seht auch nicht gar zu verdorben aus, Lord Revix. Gerade verdorben genug, hoffe ich. Ich will ganz offen sein. Als euer Kontakt ist es meine Aufgabe, euch bestmöglich zu unterstützen. Mein Erfolg wird an eurem gemessen. Es nützt mir also gar nichts, eure Arbeit zu erschweren oder zu untergraben. So sehr ich Täuschung und Manipulation auch schätze, liegen sie hier nicht in meinem Interesse. Ich werde die Wünsche meiner Kaiserin an euch weitergeben und ihr von euren Leistungen berichten. Wenn ihr Ressourcen vom Imperium benötigt, beschaffe ich sie euch. Ich werde euer Verbündeter, euer Sprachrohr und hoffentlich euer Vertrauter sein. Darauf gebe ich euch mein Wort. Hört sich gut an. Ich verlasse mich darauf. Abwarten. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Ich mich ebenso. Wenn ich euch noch um eins bitten dürfte, bevor wir uns offiziellen Angelegenheiten widmen, eine Tour durch eure Basis wäre schön. Ich habe so viel gehört. Es wäre mir eine Ehre. Verschwendet nicht meine Zeit. Natürlich. Ich werde euch selbst herumführen. Wunderbar. Ich folge euch. Okay. Führer der Revix durch Allianzbasis, Landezone, Kantina, Unterwelt, Logistik, Forschungslabor. Scheinbar müssen wir jetzt einmal mit all von diesen Leuten reden, oder? Oder einfach hier raufklicken, ne? Dann mal los. Ich unser Militärflügel. Kommodore Pardax befehligt unsere jetzt Flotte aber nicht und unsere wie hoch. Eure Soldaten kommen mit den besten Empfehlungen. Sie müssen wunderbar tödlich sein, wenn sie die Sarkul-Truppen überwältigen konnten, nachdem so viele scheiterten. Der Verlust der ewigen Flotte ist bedauerlich. Aber wir werden auch ohne sie siegen. Okay, hier war wieder ein kleiner Fail. Denn, wo bin ich so langsam? Ja, man hat es gerade gesehen, die Lippen bewegen sich nicht. Was ist das hier? Stand die schon immer da, die Banner? Okay, ich würde sagen, gehen wir zuerst mal hier hin. Nach da oben gehen wir dann später. Also die Landezone und sowas alles. Gehen wir erstmal hier lang. Ich hoffe, der kommt schnell genug hinterher. Unsere Experten für Unterwelthandel. Mit Hylovis habt ihr ja bereits gesprochen. Es ist wirklich innovativ, wie ihr ursprünglich kriminelle Aktivitäten und Personen integriert. Wo andere ein Risiko sehen, seht ihr eine Chance. Meine Crews wissen die Freiflugcodes zu schätzen. Wir hatten es im imperialen Gebiet noch nie so leicht. Keine Ursache. Was der Allianz hilft, hilft auch der Hand. Okay. Natürlich direkt die alteren Festung gekauft. Der kauft sich erstmal direkt die Festung. Das habe ich noch nicht gemacht. Wir spielen erstmal die Story durch.
Okay, gehen wir als nächstes zur Machtenklave, sei eigentlich auch egal. Ich weiß nicht, ob das ein Fail ist, dass der die Lippen sich nicht bewegen, oder ob das wieder nur so eine typische Fehler in der deutschen Version ist. Weil Fehler in der deutschen Version sind ja nichts Neues. Unsere Machtenklave. Ich habe gehört, dass Machtanwender in eurer Allianz nicht höher stehen als jeder andere. Faszinierend. Ja, schnell. Okay, anscheinend, sobald lang die noch reden, bewegen sie sich sehr langsam. Das sollte man wissen. Oh, ein Jedi. Zusammen werden wir aufblühen. Nein, ich will nicht die Sternkarte. Ich möchte zur Forschungslabor. Stimmt, die HK-Quest wollten wir auch mal irgendwann mal machen, ne? Ja, aber noch nicht jetzt. Unsere Forschungslabore. Dr. Ogorob leitet unsere Forschungsteams. Ein Huttenwissenschaftler. Es ist wahr, was ich gehört habe. Sehr erfreut, euch kennenzulernen, Dr. Ogorob. Ihr müsst das Rivik sein. Ich kann euch gar nicht genug für das viele Material danken, das ihr mir habt zukommen lassen. Gezielte virale Erreger. Speziesübergreifende Manipulation der Großhirnrinde. Faszinierende Forschung. Es ist mir ein Vergnügen. Ich habe gerade gar nichts verstanden, aber auch egal. Habt ihr irgendwas verstanden? Ich verstehe überhaupt gar nichts. Jetzt müssen wir noch einmal kurz nach draußen. Ja, ich kenne die Preise schon für die Festungsfreischaltung. Die gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Ich hoffe, ich kriege einen Freundesling wieder benutzt, dass die 3 Monate schon wieder um sind. Ich habe sie, glaube ich, das letzte Mal benutzt, als Onderon rauskam auf dem PTS, ne? Da hatte ich, glaube ich, meistens das letzte Mal einen Freundesling benutzt. Achso, die Kantine machen wir gleich auch noch. Erstmal hier noch die Landezone. Hier. Das hinten anscheinend nicht. Die Aussicht ist atemberaubend. Ihr könnt sehr stolz sein. Das war's schon. War schnell. Und als letztes die Kantine. Die hat sich hier schön überführt. Das war jetzt hier alle durchrennen mit dem Typen. Ich hoffe, das Ding hat keine Respawn-Zeit. Doch, hat es. Scheiße. Obwohl, nee, doch nicht. Die Kantina. Wollt ihr einen Drink? Im Augenblick nicht. Aber später trinke ich gerne mit euch. Okay, beginne die Besprechung. Ich bin beeindruckt. Ihr müsst stolz darauf sein, was ihr hier erreicht habt. Das bin ich. Seid ihr bereit? Absolut. Seid ihr bereit? Team, aber... Okay. Okay, rein da in die Dings hier. Den Besprechungsraum. Allianzoperation. Stimmt, ich erinnere mich an diesen Raum hier. Die Zerstörung des Meridian-Komplexes auf Corellia treibt unsere Kriegsanstrengungen weiter voran. Wir haben entscheidende Siege in den Sektoren Bormea, Atrevis und Anuat errungen. Die Republik ist in Schwanken geraten. Diesen Vorteil kann die Hand ausnutzen. Sie wanken bereits. Was schwebt euch vor? Ich werde nicht überstürzt handeln. Die Republik wird fallen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wie könnte es anders sein? Mit eurer Führung. Wir stärken die Versorgungslinien und sichern die Kommunikation zwischen Odessen und dem restlichen imperialen Raum. Eine erste Abteilung Sicherheitspersonal und Patrouillenschiffe ist bereits auf dem Weg. Natürlich nur nach Inspektion und Genehmigung durch eure Leute. Wir möchten zusätzliche Angriffstruppen, Transporter und so weiter für eure Mission bereitstellen. Es wäre wohl logisch, sie unter eurem Kommando einsatzbereit zu haben. Eine hervorragende Idee. Mit einigen Einschränkungen. Natürlich. Sie werden auf Odessen willkommene Gäste sein. Ausgezeichnet. Da gäbe es noch eine andere Sache, die nach eurer Aufmerksamkeit verlangt. Sie betrifft die täglichen Operationen der Hand. Unter uns, ich hege den Verdacht, dass Darth Xarion heimlich einige seiner Geheimdienstressourcen unter das angehende Personal der Hand geschmuggelt hat. Angesichts eurer eigenen Erfahrung mit dem Geheimdienst, dachte ich, ihr hättet vielleicht eine Idee, wie wir am besten verfahren sollten. Überwacht sie durchgehend. Tötet sie. Überwacht ist besser. Wir sind ja hier auf dem Charakter nicht so extrem dunkel.
Behaltet sie im Auge, aber tut vorerst nichts. Sie könnten noch nützlich sein, ob sie es wollen oder nicht. Ihr seid wirklich so schlau, wie man sagt, Aufseherin. Ich glaube, damit sind wir für heute fertig. Es sei denn, ihr benötigt noch irgendetwas. Habt ihr von Darth Malgus gehört? Ich habe ihn seit Corellia nicht mehr gesehen. Da seid ihr nicht allein. Niemand hat ihn seit der Schlacht gesehen. Es ist höchst rätselhaft. Vielleicht wurde er schwerer verletzt, als irgendjemand ahnt. Oder er ist wieder abtrünnig geworden. Aber das kann doch nicht sein, oder? Ich werde nicht zurückkehren. Ich werde nicht zurückkehren. Ich werde nicht. Ihre Lebenszeichen sind wieder einmal weit über die Idealwerte erhöht. Ich fürchte, diese Episoden bergen das Risiko einer dauerhaften Schädigung. Dann verhindere sie. Ich habe bereits sämtliche physischen Modifikationen in Verbindung mit ihren Loyalitätssicherungsprotokollen entfernt. Diese Halluzinationen werden durch psychologische Manipulation verursacht. Die Korrektur einer mentalen Konditionierung von dieser Potenz übersteigt meinen programmierten Handlungsrahmen. Ehrlich gesagt ist mir keine Technik bekannt, mit der die Leitungen ihres Geistes in so großem Umfang verändert werden könnten. Ich habe von einer Möglichkeit gehört. Setze Kurs auf Dantooine. Jetzt aber nichts wie hoch. Alles klärchen. Was ansteht, haben wir geschafft. Wir kriegen eine Hand des Imperiums. Und wir haben auch gerade schon einen kleinen Hinweis bekommen. Und zwar, was ist das hier überhaupt? Das ist wahrscheinlich das die Quest, die wir hier gerade haben. Guck ich mir später an. Gucken, wie die aussieht. Okay, diese neue Imperium-Flagge. Ich finde sie jetzt nicht wunderbar schön, aber... Okay, ich schaue, dass wir da hinten trifft sich mit Skira und Scorch. Ah! Wir haben schon so lange gewartet. Da ist irgendetwas faul. Da bin ich mir sicher. Die Einrichtung zu zertrümmern ist keine Lösung. Wir werden das Schiff schon finden. Es wird alles gut. Ich nehme an, es gibt keine Spur vom Transporter mit Satil und ihren Anhängern? Nein. Es reagiert nicht auf unsere Signale. Und wir haben bereits den nächsten geplanten Halt überprüft. Nichts. Was nur noch etwa 200 oder 300 Systeme für die Suche übrig lässt. Es muss einen anderen Weg geben. Ganz schön wütend, was? Hört auf, meine Sachen kaputt zu machen. Beruhigt euch, oder? Beginnen wir damit, dass wir nichts kaputt machen. Diese Möbel waren nicht billig. Seid nachsichtig mit ihm. Er hat seit Hunderten von Jahren keine Emotionen mehr gespürt. Er ist einfach aus der Übung. Uns bleibt nichts anderes übrig, als bei den letzten bekannten Koordinaten des Schiffes mit der Suche anzufangen. Wofür wir ewig brauchen würden. Also holen wir uns einen Experten. Wir schicken T7 mit einer Eskorte und allen Suchdroiden los, die wir kriegen können. Sie werden mehr Fläche abdecken und die Sensorwerte schneller durchgehen, als wir es können. T7 lässt seine Astromech-Magie spielen, wertet die Suchdroiden-Daten aus und schon hat er eine Spur. Und wir finden das verschwundene Schiff in ein paar Tagen oder Wochen statt in ein paar Jahren. Ein toller Plan. Setzt ihr nur Droiden ein? Dann fangt an. Ich wüsste niemanden, der besser dafür geeignet wäre. CC7, Kira, Scorch, ein tolles Team.
Dann ist also alles geklärt. Sobald wir die Koordinaten haben, werdet ihr es als erstes erfahren. Keine Sorge, euren Möbeln passiert nichts. Er beruhigt sich gleich wieder. Ich halte mich hier sowieso nie auf. Wir beide werden immer besser. Hepa, das war's? Das war's? Okay, ich dachte, wir sehen noch ein bisschen mehr. Warte mal, hier muss es doch noch irgendwo weitergehen. Ich glaube, wenn ich jetzt sehe, dass es jetzt alles ist. Na, 10 Minuten. Ich habe doch noch irgendwas mit Dantooine vorhin gehört. Aber ich sehe hier kein Dantooine. Ist es jetzt ernsthaft schon alles gewesen? Oder muss man das Ganze nochmal auf Rap-Seite spielen, dass man Dantooine vielleicht richtig sieht? Weil ich hatte mich was mit Dantooine auch gesehen, aber... Warum kommt denn jetzt hier kein Dantooine? Okay, Leute, ich habe gerade nochmal ein bisschen geschaut. Anscheinend gibt es jetzt tatsächlich nichts mehr, außer noch dieses Gefährtendings hier. Deshalb machen wir das jetzt einfach noch mit Vector. Deswegen... Warte mal, lesen wir uns das erstmal durch, würde ich sagen. Das war die falsche Frage. Das war nochmal gefährlich. Ich will gut aussehen. Komm an, nach dem Besuch von Darth Revix sollten wir euch darüber informieren, dass wir ihnen bereits während unserer Zeit im diplomatischen Dienst Imperiums begegnet sind. Wir sind der Ansicht, dass es mehr gibt, über das wir ihn wissen solltet. Wenn euch an den Eindrücken gelegen ist, erwarten wir euch in Dr. Orgerups Labor. Okay, machen wir zumindest das noch. Dann haben wir zumindest mal etwas gesehen. Das war jetzt ja wirklich kurz. Das war jetzt fast schon enttäuschend. Jetzt aber nichts wie hoch. Gucken wir mal, was Vector noch zu sagen hat, oder wer auch immer, das ist ja irgendwie was... Nee, Vector ist es, was der noch zu sagen hat. Wir sind erfreut, dass ihr zu uns stoßen konntet. Dieser Darth Revix ist eine faszinierende Person. Wir hatten einmal Gelegenheit, ihn bei der Arbeit für den imperialen diplomatischen Dienst zu beobachten. Erzählt mir von ihm. Es ging um ein Treffen mit Vertretern des Huttenkartells. Das war vor vielen Jahren, bevor wir zum ersten Mal den Ruf unseres Nests hörten. Wir wollten eine Vereinbarung für die Nutzung von Hyperraumrouten im Huttenraum treffen. Routen, die sie ungern teilen wollten, bis Revix eintraf. Er konnte den Unterhändler beinahe sofort beeinflussen. Nicht so, wie die Sith gelegentlich anderen ihren Willen aufzwängen. Derartige Tricks funktionieren bei Hutten nicht. Es war irgendwie anders. Wir spürten es ebenfalls, obwohl wir nur kurz mit ihm sprachen und bemerkten die Wirkung erst Stunden später. Habt ihr es auch wahrgenommen? Es war unnatürlich charmant. Es ist einfach nur attraktiv und charmant. Keineswegs, es ging mir auf die Nerven. Vielleicht. Er hat mich fasziniert, auch wenn ich nicht genau sagen kann, woran es lag. Uns ging es genauso. Vielleicht ist nichts weiter dran, aber... Wir werden das Gefühl nicht los, dass mehr dahinter steckt. Jedenfalls wollten wir euch davon wissen lassen. Damit ihr euch bei zukünftigen Begegnungen darauf einstellen könnt. Flirten. Da steht gar nichts. Was soll ich denn flirten? Da steht überhaupt gar kein Text. Nee. Och, Leute. Könnt ihr mir sonst doch etwas über Revix sagen? Ich spare bei den Unsinn in Zukunft. Ich probier's mal das Flirten, mal gucken, was da passiert. Genau darum liebe ich euch. Weil ich mich immer auf euch verlassen kann. Sonst wären wir ein schlechter Ehemann. Aber bleibt doch noch. Das Nest sagt uns noch viele andere Dinge, die euch interessieren könnten. Diplomatische Beziehungen. Na, ich glaube, das muss man vielleicht wirklich nochmal auf der Rap-Seite sehen. Ich habe keinen republikanischen Charakter, mit dem ich das hier durchgemacht habe. Das ist das Problem. Okay, aber das war es wirklich. Toll. Also ich muss sagen, das Gespräch hat mich jetzt auch nicht wirklich mehr aufgemuntert. Kurz gesagt, schwach. Also das war jetzt, ich habe jetzt wirklich zumindest ein bisschen was erwartet. Vor allem, weil die ja auch von Dantooine gesprochen haben und ich sogar was von Dantooine gesehen habe. Habe ich zumindest gedacht, wir sehen zumindest nochmal ganz kurz was, aber das war ja wirklich lächerlich.
Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Teaser sein soll für irgendwie 6-2 oder so, dass dann wieder ein weiteres Gespräch, oder drei weitere Gespräche kommen, wo wir dann kurz auf Dantooine rumlaufen. Keine Ahnung. Weil ich meine, das Dantooine werden sie nicht umsonst genommen haben. Da habe ich das Gefühl, dass die vielleicht was mit den Botavoi-Bereichen machen möchten. Aber das ist auch nur Theorie. Von daher, ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist einfach zu wenig. Gut, ich kann natürlich auch sein, dass sie jetzt größtenteils auf die Festung gehen wollen, aber trotzdem, es ist zu wenig. Ich hätte zumindest ein paar Storypunkte mit reinnehmen können. Man sieht halt einfach nichts. Es ist für mich einfach nichts. Also, ich muss sagen, ich war bisher noch nie so wirklich von diesem Spiel enttäuscht. Besonders, weil es ja auch noch verschoben wurde. Und dann zwei Quests, das ist, ja, nichts. Das heißt also kurz, dass wir die Folge jetzt hier beenden können. In der nächsten Folge dann, wenn es dann eine nächste Folge gibt, gucken wir uns dann mal die Alderaan-Festung an. Vielleicht haben wir auch deshalb nur so wenig Story bekommen. Vielleicht bekommen wir bei 6-2, wenn es dann irgendwann kommt, ein bisschen mehr. Ich hoffe es natürlich, denn das hier war jetzt ja echt gar nichts. Also wie gesagt, ich habe damit gerechnet, dass wir Dantooine auch irgendwie sehen, wenn die schon erwähnen. Aber man hat ja wirklich gar nichts gesehen. Das kann natürlich auch wieder nur sowas sein wie, ja, mach halt. Und dann wirst du es halt später noch sehen, was das ist. Wie halt ein Trailer von einem Film. Kam mir das ein bisschen rüber. Gut, genug erzählt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare eure Meinung schreiben. Also meiner Meinung nach war das jetzt so gesehen fast gar nichts. Jetzt und dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Von daher euch eine wahre Zeit und ciao.